Na, Freunde, was fällt euch auf? Na, was fällt euch auf? Dann machen wir mal hier hin. So. Das ist eine neue E94. Aber eine ganz bestimmte E94. Und die passt perfekt an diesen Zug. Denn exakt diese Wagen waren an der Lok dran. Ja. Der eine oder andere hat es vielleicht schon erkannt. Es handelt sich natürlich um die E94 des ehemaligen Tagebau Bitterfeld. Guck mal hier, da, guck mal, da, tut, tut. Ist das geil oder ist das nicht geil? Ja, ich habe jetzt endlich die Bitterfelder E94. Dieses Set gibt es ja von Arnold. Und ich habe wirklich lange danach gesucht. Frank hat es für mich bezahlt. Erstmal. Geld kriegt er natürlich zurück, logischerweise. Aber ihr werdet nicht glauben, wo ich es gefunden habe. Natürlich im Ausland, wo sonst? Denn hier in Deutschland findest du dieses Set nicht mehr. Ja. Schalt's mal. Also hier in Deutschland hast du fast keine Chance, dieses Set von Arnold noch zu bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, die Lok ist der absolute Hammer. Die ist nagelneu. Schaut euch mal die Pantos an. Da ist nicht ein Kratzer an der Lok. Nichts. Und jetzt schaut euch mal die Räder an. Das gibt's nicht, ja? Blank. Absolut blank. Die Lok ist noch nie gefahren. Die hat keinen Schmutz, nichts. Die hat noch nie eine Anlage gesehen. Noch nie. Das sieht man auch daran. Ja? Kein Kratzer an der Schraube. Nichts. Also absolut neuwertig. Und jetzt schaut euch mal die Wagen dazu an. Die gehören da dran. Guckt euch mal die Wagen an. Die sind nagelneu. Da ist überhaupt nicht ein Kratzer dran. Keine Verschmutzung, nichts. Gibt nur ein Problem, ich krieg sie nicht aus der Schachtel. Ich krieg die Dinger nicht aus der Schachtel. Ich habe alles versucht. Keine Chance. Ich will sie auch nicht kaputt machen. Die hängen so fest drin, dass du vielleicht das Drehgestell abreißt. Da darf man nicht vergessen, wie alt das Set schon ist, ne? Dann lassen wir es mal über drinnen. Mal gucken. Ist halt Styropor. So, hier haben wir nochmal das Set. Ich habe dafür, also Frank hat es ja für mich ausgelegt, wie gesagt. Ich habe für das Set, also ich habe es gefunden für 289 Euro. Und ich habe einen Preisvorschlag gemacht. Wo haben wir denn die Nummer? Wo haben wir die Nummer hier? Da ist die Nummer. Ich habe einen Preisvorschlag gemacht von 199 und er wurde angenommen. Ja, das Set hat 199 Euro gekostet, aber das ist es auch wert. Ne? Das ist es auf jeden Fall wert, denn das ist nämlich Goldstaub, absoluter Goldstaub. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob die damals wirklich mit solchen Wagen, also mit solchen Kohlewagen unterwegs war, weil also ich kann mich nur daran erinnern, dass die solche Wagen dran waren. Ne? Solche. Ja. BKK Geiseltal, die sind über Bitterfeld gelaufen und überall anders in den Kohlerevieren früher in der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, später wurden die, glaube ich, noch teilweise von der DB übernommen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Lok, absoluter Traum. Ne? Absoluter Traum. Ja, hier ist meine. Meine 254. Gibt nur ein Problem, ich wollte nämlich Doppeltraktion fahren. Geht nicht.
Geht nicht. Zeige ich euch mal. Ich mache mal hier kurz den Kohlezug ab. Lass los. Jetzt ist er ausgegleist, nicht so schlimm. Also, wenn ich jetzt meine mit dazu aufs Gleis stelle, na, da steht übrigens immer noch die 44W im Hintergrund mit oberen, mit hochgemachten Bandos. Einfach so als, wo? Kein Bock zum Wegräumen. Nee, habe ich vorhin zu Fotos noch gemacht. So, jetzt passt auf. Die Fährte ist auf die andere drauf. Ne, oder so rum. Ja, ihr seht es, also es geht nicht. Keine Doppeltraktion möglich. Die ist einfach zu langsam. Ja, aber der Josef bringt ja seine mit. Mal sehen, ob die auch so schön traumhaft fährt. Ich lasse mal noch eine Runde fahren. Ich kann es ja gar nicht glauben. Mensch, eine nagelneue Lok, Alter. Eine nagelneue Lok. Von wann ist das Set? 94? Ich weiß gar nicht. Das sind noch nie ausgepackt. Das ist so heftig. Na? So, das Set habe ich in Italien gefunden. Na? In Italien. Ja, da habe ich es gefunden. Leider kann man nicht mit Pandos oben fahren. Hier gehen die Pandos zwar nicht so hoch. Ne? Die gehen hier nicht so hoch. Moment, ich muss mal. Oh, das kriege ich bestimmt nicht mit einer Hand hin. Ich traue mir ja gar nicht, die Pandos anzufassen hier. Die sind ja absolut neuwertig. Oh, komm schon. Da zitterst du schon richtig. Bei einer nagelneuen Lok. Übel. Ja, das klappt leider nicht, weil die sind zwar etwas tiefer, wie ihr sehen könnt, und ich komme auch ziemlich weit mit dem Zug, aber nicht weit genug. Ihr könnt euch ja wohl denken, wo wir wieder hängen bleiben. Nee, das geht auch noch, das geht alles noch. Aber ich fürchte wohl, ich muss mal meinen Tunnel umbauen. Hm? Das Portal ist irgendwie ein bisschen, naja, auf Diesel-Loks und Dampfloks ausgelegt, aber nicht auf E-Loks. Jetzt machen wir mal ein bisschen langsam, denn wir bleiben ja gleich hängen. Achtung, das wollen wir ja nicht. Da, seht ihr es? Da, genau in der Kante. Machen wir das zurück. Ja, da werde ich wohl mal demnächst das Tunnelportal etwas anpassen. An die moderne Fahrt. Bei E-Loks sollen ja auch fahren mit Pandos oben. Und das sieht natürlich auch besser aus. Ne? Das sieht auf jeden Fall besser aus, wenn die Pandos oben sind. Natürlich müssen sie ja nicht voll oben sein, aber so wie hier bei der, das reicht völlig aus. Und ihr seht, es geht. Kein Problem. Nur eben im Tunnelportal nicht. Und man muss ja nicht diese ganz neue Lok gleich wieder kaputt machen. Das muss ja nicht sein. Ja, also ich bin echt begeistert, dass das ein nagelneues Set war. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe erwartet, dass es gebraucht ist. Aber so kann man überrascht werden im positiven Sinn. Ne? Die Lok, die fährt wirklich absolut traumhaft. Habt ihr ja nun gesehen. Brauche ich jetzt nicht nochmal zu zeigen. Und die schafft diesen langen Kohlezug. Immerhin 18 Wagen jetzt schon. Ja, ich zähle nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mehr machen wir nicht dran. Na? Ja. Also, schafft die ohne Probleme. Und ihr habt es gesehen, die hat keine Haftreifen. Die hat keine Haftreifen. Und diesmal hat sie wirklich keine. Ich drehe sie nochmal um. Also, ich sehe keine. Da? Diesmal sind wirklich keine drauf. Bin ich besoffen oder was? Wo sind die Haftreifen? Nagelneu. Absolut irre. Habe ich bis jetzt noch nie gehabt, so eine alte Lok im nagelneuen Zustand zu bekommen. Ja, man dürfte ja nicht vergessen, von wann das Set ist. Ja, gut. Das wollte ich euch nochmal schnell zeigen, bevor ich mich verabschiede. Dieses Paket kam genau eine Stunde, nachdem ich das Video fertig hatte, was jetzt hochgeladen ist, was euch hoffentlich gefällt. Ne? Da kam dieses Paket. Und ich dachte, das waren die übrigen Kohlewagen, die fehlen. Aber als ich dann draußen das Auto stehen sah, was dran stand, da wusste ich, oh, das ist, glaube ich, die
E94 aus Italien. Ja. Ich weiß zwar nicht, was Italiener mit einer Bitterfelder E-Lok wollen, aber das wird wohl ein Sammler gewesen sein. Und wie man sieht, er hat die Lok nicht einmal aus der Schachtel genommen. Irre. Absolut irre. Ja. Jo, da freue ich mich schon, wenn der Josef mit seiner noch kommt, die bestimmt nicht mehr so schön aussieht. Vielleicht aber doch, denn der Josef passt auf sein Zeug auch sehr gut auf. Na, er hat da wirklich Raritäten, die sehen aus wie neu. Sind auch bestimmt schon gefahren. Ob die dann auch so schön fährt, das werden wir dann sehen. Und da lassen wir hier eine Doppeltraktion fahren. Na? Die haben zwar alle beide die gleichen Nummern. Ja, es gibt ja nur diese eine Nummer hier. Vom Bitterfelder Revier. Das weiß ich genau, weil es gibt ja nur das eine Set. Aber ist egal. Trotzdem sieht es bestimmt sehr, sehr geil aus. Aber bevor wir das Fahrvideo machen, weil wir wollen ja die Panthers oben lassen, das sieht natürlich besser aus, werde ich wohl den Tunnel etwas anpassen müssen. Das werde ich mir dann wohl mal vornehmen, bevor wir das Fahrvideo machen. Ja, ein bisschen knaubeln, ein bisschen flexen, reicht bestimmt aus, wenn ich mal kurz mit dem Dremel rangehe und dann mit dem Staubsauger, das sollte dann reichen, um dass die E-Loks endlich mal mit Bando oben durchkommen. Ne? Hier ist es ja kein Problem. Das ist ja ein Original-Tunnelportal. Das ist auch ein Original-Tunnelportal. Ihr seht schon, das ist ganz anders aufgebaut als das, was ich da hinten gefummelt habe. Denn das ist ja selbst gebaut, was ich da damals gebaut habe. Und ja, da habe ich ein bisschen geschlammt. Ne? Ich habe es einfach so runtergesetzt. Also es ist eindeutig zu weit unten. Es hätte weiter hoch gemusst. Das werden wir jetzt beseitigen. Ne? Da wird es ein bisschen abgefräst. Fertig. Gut, okay. Das war es dann nochmal, das kurze Video. Ich wollte natürlich euch die Lok später präsentieren, wenn ich es auspacke, aber ich konnte es nicht erwarten. Ne? Ich konnte es einfach nicht erwarten, denn ich habe nämlich was ganz anderes erwartet. Total gebraucht und schlechte Fahreigenschaften, aber ich bin absolut, absolut schockiert im positiven Sinn, was ich hier gekriegt habe. Ja, da muss man wirklich Glück haben. Absolutes Glück, mal sowas Geiles zu finden. Ha, irre. Na gut, mit der Worten bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das wird jetzt gleich noch hochgeladen. Und ja, morgen geht's wieder ran. Ne? Morgen geht's wieder ran. Deswegen muss ich wieder bei Zeit noch raus. Gott sei Dank noch Bahnhofsschicht. Tschüss.